Hallo liebe Moonies und herzlich willkommen zur zweiten Special-Folge vom Moon Prism Podcast mit Act Zero von PGSM und euren Moderatoren wie immer Sailor Cat und Sailor Mad-Eye. Ah, auch zur Sailor-Kriegerin geworden. Ja. Sehr schön, sehr schön. Von was bist du die Kriegerin? Keine Ahnung, irgendwas mit Erdbeeren. Okay. Vom Planet Strawberry. Ja, genau, es passt schon. Okay. Ja, heute gab es eine kleine Planänderung. Wir machen dieses Mal nur den Act Zero und beim nächsten Mal dann die restlichen paar kleinen Sachen und die Fragen. Ja, Hintergrund der Planänderung. Ja, ich wollte nur sagen, ich glaube, selbst ohne deinen Grund wäre es, glaube ich, eh ein bisschen viel gewesen. Ja, Hintergrund ist einfach, ich hatte eine Arbeitswoche wie so ein durchschnittlicher Japaner. Und dementsprechend bin ich sehr zerstört und hatte heute gerade noch so Zeit, die Folge gerade zu schauen. Okay. Ja, Act Zero ist quasi ja ein Prequel. Also ich glaube, es kam danach raus, nach der Serie, aber es spielt halt davor. Es erzählt Sailor V's Anfang und so. Ist generell aber so eine Comedy-Nummer. Ich wollte gerade sagen, ich sehe den Titel, ich vermute mal der Originaltitel, weil da steht ein V, das kann ich lesen. Ich vermute, der Originaltitel ist irgendwas mit Sailor V. Richtig, er ist Sailor V, Tanjo, die Geburt von Sailor V. Okay, aber ich habe gedacht, ich versuche das jetzt gar nicht erst zu übersetzen, sondern sag mir einfach, okay, Zero Act, a Self-Parody. Das ist einfach die Parodie der Serie auf sich selbst. Das stimmt, das stimmt. Und Fun Fact, es lief auch nicht im TV, ebenso wie das Special Act, sondern die kamen nur auf DVD und VHS raus. Wusste ich gar nicht. Ja, aber halt nur so ein Direct-to-DVD-Dingens. Ja gut, ne? Kannst du noch ein bisschen die zahlungskräftige Kundschaft melden? Ja gut. Wollen wir dann auch direkt anfangen? Ja, genau. Es ist, glaube ich, Weihnachten. Genau, es ist der Heilige Abend. Wir sehen auch ja, so einen Weihnachtsbaum, der in der Stadt steht, so ein bisschen Deko. Ja, es wird dann Silent Night gesungen. Ja, also Stille Nacht. Und ja, es ist irgendwie so, irgendwie finde ich diese Szene da draußen mit dem Weihnachtsbaum, es sieht so traurig aus irgendwie. Ein bisschen. Es sind so wenig Leute da, aber ich meine gut, es ist halt Japan, Weihnachten. Ja, aber ich meine am Heiligen Abend, wer wäre denn da schon in der Stadt? Ja, trotzdem finde ich, also sieht diese Szene für mich so ein bisschen, ja. Ja, die Szene, sie wirkt halt auch ein bisschen andächtig. Also es läuft dann halt irgendwie so eine Version von Silent Night auf Englisch. Und Minako sitzt auf ihrem Balkon und hat so eine Kerze und singt quasi mit. Und ich finde, ich weiß nicht, aber irgendwas an diesem Lied und an ihrem Gesang klingt für mich ein bisschen komisch. Ich finde die ganze Szene ein bisschen komisch. Ich meine, ich kenne mich da jetzt auch nicht so krass gut aus. Aber für mich wirkt es manchmal ein bisschen asynchron und auch ein bisschen unharmonisch. Aber naja, wie gesagt, ich kenne mich jetzt mit Komposition und sowas nicht so gut aus. Vielleicht könnte es auch daran liegen, dass Minako nicht das Lied gehört hat, während sie es gesungen hat. Weiß ich jetzt nicht, aber könnte ich mir vorstellen. Ja, es wird ja nachher drüber gelegt worden sein. Ja. Ja, was soll uns diese Szene sagen? Sie ist alleine an Heiligabend. Oh nein, sie hat keinen Freund. Ja, stimmt. In Japan ist ja Weihnachten so ein Pärchenfest. Man hört auch irgendwie so eine Radiodurchsage, dass ihr Album Nummer 1 ist, ihr Debütalbum. Sie ist also schon ein Star. Ja, und dann, ich glaube, stimmt, dann sieht man, glaube ich, schon den Einbrecher, ich habe ihn genannt, Kaito Helm. Kaito Helm, perfekt. Ja, so ein Typ mit Motorradhelm rennt aus einem Laden raus und hat anscheinend was geklaut. So, und dann haben wir die extrem merkwürdige Szene, in der Artemis auftaucht. Das Artemis auftaucht ist nicht das Merkwürdige an der Szene, sondern dass Minako da auf so einem super unbequem aussehenden Holzplankending liegt und einfach den Himmel anstarrt. Macht die das öfter? Keine Ahnung. Also ich meine, es soll wahrscheinlich halt irgendwie so
melancholisch oder sowas aussehen, wie sie halt da so in den Himmel starrt und nachdenklich guckt. Aber du sag, wie du schon sagtest, sie liegt auf so einem super unbequem aussehenden Holzbank-Dingens auf einem Dach. Auf einem Dach im Winter. Ja, keine Ahnung. Ja, und dann fällt Artemis plötzlich aus dem Himmel und knallt ihr ins Gesicht. Ja, und Ja, klebt anscheinend was, fest. wie ich auch schon mal gesagt habe, so ein Fehler ist, so was, was wir schon mal gesehen haben. Denn in der Serie haben wir auch mal die Szene gesehen und da fällt ihr in ihre Hände. Aber so ist es doch viel lustiger. Haha. Ja. Ja, was stimmt, ne? Sie tut erstmal so, als würde sie ihn gar nicht runterkriegen, dabei liegt er einfach nur auf ihrem Gesicht. Ja, er hat sich offenbar festgesaugt wie so ein Tintenfisch. Anscheinend. Ja, und dann spricht das Plüschtier natürlich und sie ist so, was, ein sprechendes Plüschtier? Bist du ein Roboter? Nein. Ja, und dann kommt sie irgendwie auf die Idee, er ist so eine Art Vogel, der die menschliche Sprache nachahmen kann. Das ist anscheinend irgendeine Vogelart, die das kann, ich weiß es nicht so genau. Und plötzlich hat Artemis aber wirklich so ein Vogelkostüm an. Ja. Über die Planke. Ja, das ist wieder so ein bisschen dieser japanische Random-Humor. Ich find's großartig. Ja, das stimmt, genau. Und er tut halt erstmal so, als wäre er der Vogel und dann schmeißt er das weg. So, nein, natürlich nicht. Aber es hat irgendwie Spaß gemacht. Ja, und jetzt hat er die geniale Idee. Ja gut, schaffen wir einfach vollendete Tatsachen. Holt dein Handy raus und verwandelt Minako einfach in Sailor V. Ja, also er sieht, dass da unten jetzt dieser Verbrecher rumläuft und ist so, okay, Kaito perfekte Helm. Chance. Genau. Das ist jetzt sein offizieller Name, Kaito Helm. Okay. Wenn dann Hedemu oder so. Nee, ich finde Helm klingt. Kaito Helm klingt einfach noch ein bisschen döver. Stimmt, ja. Wobei Kaito Herumu. Naja. Und genau, mit dem Handy verwandelt sie sich dann. Also, das ist auch wieder so eine kleine Inkonsistenz. Aber das war sowieso nur in dieser einen Folge, da wo das Sailor V-Kostüm nur ein Kostüm war. Allerdings hat man ja auch in der Serie gesehen, dass sie sich mal einfach so verwandelt hat. Aber ohne Handy. Ja, Also, das war total komisch, weil einmal ist sie ja so irgendwie entlang gelaufen und dann so zack verwandelt. Aber da hatte sie kein Handy, also ist das damit auch wieder inkonsistent. ist das eigentlich das gleiche Kostüm? Denk schon. Weil ich habe das Gefühl, entweder hat sie den Rock viel höher gezogen oder er ist viel kürzer. Weiß ich jetzt nicht mehr. Weil ich sag mal, die Pantyshot-Quote bei diesem Rock, die ist eine Katastrophe. Ja, gut. Das sehen wir dann auch in dem folgenden Kampf direkt, also mit Kaito Helm. Ja, also sie springt da runter und stellt sich dann als Kriegerin vor. Er zückt ein Messer. Aber Oh sie, nein, ein ja, Messer. sie kann natürlich ausweichen. Und dann hat sie in ihrer Tasche das, ich weiß gar nicht, wie es heißt, das Sailor V Compact, also ihre Puderdose, die Ja, und Mondsichel. da gibt's so eine Szene, wenn sie ausweicht. Sie springt nicht, der Rock flattert nicht hoch, nein, sie beugt sich einfach nur vor und Pantyshot par excellence. Ja, perfekt. Also, irgendwer hat gedacht, ey, die Röcke sind noch nicht kurz genug. Ja, natürlich. Ja, und dann wirft sie ihr Mondsichel-Dingens und erstmal sieht es halt so aus, als würde es nicht treffen, aber dann hat es anscheinend einen Baum durchgeschnitten, der dann auf den Typen draufkracht. Ja, oder eher so ein Zweigchen, das ihn aber trotzdem Ja. ausnockt. Also, es ist jetzt kein krasser Baum, aber halt so ein dünner Baum. Also anscheinend hat Minako das jetzt doch ziemlich schnell akzeptiert und sich ziemlich schnell als Senshi eingefunden. Und sie findet das erstaunlich geil. Ja, stimmt, sie freut sich voll, dass sie halt jetzt eine Kriegerin ist und sowas und dass sie Kräfte hat. Ja, ich finde, es geht ein bisschen schnell, dass sie sich jetzt daran gewöhnt, aber okay. Ja, gut, dann haben wir Title Card quasi und dann sind wir bei den Tsukinos Halt! und nein, okay. Ich wollte noch zur Titlecard sagen. Erstens mal, da springt jetzt Artemis drauf statt Luna. Und wir sehen halt auch den Titel, also natürlich Act Zero und dann aber auch dieses Sera Vi Tanjo. Denn normalerweise hat man ja diese Episodentitel gar nicht eingeblendet. Aber hier schon. Ja, gut, ist ja auch ein Special. Ja, aber normalerweise hat man diese Untertitel ja nicht drin gehabt. Das stimmt, ja. Naja, und dann isst Shingo irgendwas Ekliges. Ja, was zur Hölle ist das? Diese komische, aber wirklich so giftblaue Pampe, die der sich offenbar aufs Omelett oder auf die Eier oder was immer das ist, schmiert.
Ja, aber ich habe gehört, in Japan isst man generell manchmal Sachen, die komisch gefärbt sind, die wir jetzt vielleicht eher nicht essen würden. Aber Okay. ja, es sieht wirklich strange aus. Es sieht absolut widerlich aus. Wie viel Zeit glaubst du, ist jetzt vergangen zwischen Sailor V, wurde Sailor V und dieser Szene? Puh, weiß nicht. Also ich meine, sie muss ja jetzt mittlerweile schon bekannt geworden sein. Allerdings könnte sie das ja auch mit nur einem oder nur ein paar Sachen geworden sein. Also es könnte ja auch sein, dass sie direkt mit diesem einen Verbrecher, den wir da gesehen haben, gleich berühmt geworden ist. Ja, ich habe nämlich ein kleines Problem mit dieser Folge und ich halte sie für einen Filmfehler. Filmfehler. Ja. Denn die tragen alle Sommeruniformen gleich. Stimmt, ja. Und wenn gerade eben noch Weihnachten war, ist das komisch. Hinzu kommt, wenn die Story anfängt, ist es kurz vor Weihnachten. Weil irgendwie in, Ja, ich glaube, irgendwie Folge 12 oder so ist ja schon wieder Weihnachten. stimmt. Also jetzt sehe ich es auch, Usagi trägt eine Sommeruniform. Also ich meine, es kann natürlich sein, dass jetzt seit Sailor V's Erwachen schon ein halbes Jahr vergangen ist. Das wäre jetzt nicht unlogisch. Und dass danach dann einfach noch ein halbes Jahr vergeht. Es ist möglich. Ja, aber war das Album, auf dem hier Sela Vie drauf war, war das nicht ihr zweites Album? Ha, stimmt. Ja gut, das ist dann vielleicht unlogisch. Aber naja, anscheinend ist jetzt Sommer. Ja, es ist jetzt Sommer und wie gesagt, so Folge 12 rum, irgendwo da ist halt schon wieder Weihnachten. Ja gut, aber wie schon gesagt, es kann ja sein, dass da dann noch ein halbes Jahr vergeht und dass jetzt nur das mit dem Album einfach unlogisch war. Ja, aber angenommen, jetzt ist ein halbes Jahr vergangen. Ja. Im Anschluss an diese Folge und bis Folge 12 vergeht ja nicht mehr so viel Zeit, dass dann schon wieder Weihnachten ist. Da muss ja ein ganzes Jahr vergehen. Ja, Also wir müssen. meine ich ja. Also es kann ja sein, dass dann nach dieser Folge einfach noch ein halbes Jahr vergeht und dann halt quasi Akt 1 anfängt. Glaube ich nicht, weil ja die erste Szene von Akt 1 ist die letzte Szene dieser Folge. Ach ja, stimmt. Okay, dann ergibt es wirklich keinen Sinn. Aber generell, also in dieser Folge ist einiges ein bisschen. Es beißt sich ein bisschen mit der Serie. Man sollte es generell einfach nicht so ernst nehmen. Nee, man sollte einfach nichts an dieser Folge ernst nehmen. Nein, also die Konsistenz ist ja auch nicht so ganz gegeben. Usagi ist früher aufgestanden, sehr zur Verwunderung von Familie Tsukino, denn ja, Minakos Album kommt heute raus. Das muss man ja sofort kaufen. Natürlich, sie will es unbedingt am Release Day kaufen. Und dann, ja, gibt's halt so eine, ja, so eine Fernsehsendung, wo dann gesagt wurde, Sailor V hat schon wieder Juwelendiebe geschnappt. Wuhu! Und du sagst, ich finde sie voll cool und sie würde sich auch gern mal verwandeln. Na, Und dann sieht man auch so eine hoffentlich. Vorstellung, wie sie so eine Maske auf hat und so ein bisschen rumhampelt. Das bisschen Rumhampeln ist aber auch nicht sehr weit weg von dem Kämpfen, was es nachher gibt. Tja, und anscheinend sind irgendwie sämtliche Juwelen, die wir bisher in Juban gewesen. Und die Polizei hat verkackt. Ja. Und ich frag mich, aber woran liegt das denn mit den Juwelendieben? Weil das sind ja. Ja gut, die in dieser Folge jetzt vielleicht nicht, aber normalerweise sind das ja wirklich normale Juwelen, die wir jetzt nichts mit dem Dark Kingdom oder sowas zu tun haben. Ich habe auch immer gedacht, die Juwelendiebe, ich meine also die Diebe, die jetzt die quasi der Endboss in dieser Folge sind, die natürlich nicht, aber ich glaube, ansonsten ist es halt auch gerne mal Tuxedo Mask, der den Silberkristall sucht, was aber auch keinen Sinn macht, weil der in dieser Folge erst vom Silberkristall erfährt. Stimmt, okay. Ja gut, man könnte es natürlich auch damit erklären, dass Juban ja generell ein reiches Viertel ist. Aber es ist schon ein bisschen komisch. Naja, Ikuku beschwert sich über die Polizei. Genau, und Dann ja, sind wir das. bei Naro und Usagi auf dem Genau, Schulweg. Usagi trifft Naro. Hey Naro, du wirst mehr Relevanz in dieser Folge haben als in der gesamten restlichen Serie. Ja doch, also in der Serie war sie ja schon. Zumindest Ja, es war anfangs jetzt relevant. überspitzt, Ja. aber du weißt, was ich meine. Ja, also sie wollen jetzt zur Polizei gehen, wegen, ja, wegen Juwelendieben, denn Narus Familie gehört ja auch ein Juweliershop. Nee, gar nicht, ne? Das war doch in PTSM doch gar kein Juweliershop. Sagt sie aber. Ja, aber Doch. Stimmt, es war so so ein eine. Modegeschäft oder irgend Genau, fällt sowas. mir. Ja, jetzt fällt mir das ein. Hä? Oder war das einfach nur die Veran- Nee, oder war das nicht einfach nur die Veranstaltung, wo
wo Narus, also wo Osapi, also der Laden, die Juwelen beigeliefert hat bei der Veranstaltung. Lass mich das jetzt mal googeln, das muss ich jetzt wissen. Okay, also hier steht, dass sie in allen Versionen einen Juweliershop besitzt, also Narus Mutter. Also wird es im FGSN wohl auch so gewesen sein. Ja, dann war es wahrscheinlich so, wie ich vorhin gesagt habe. Ja, okay, dann habe ich das falsch im Kopf. Aber was ich finde, irgendwie, Naru redet auch davon, ihre Mutter sei nicht nach Hause gekommen. Und Okay. das lässt sie erstaunlich kalt. Ha. Aber in welchem Kontext jetzt? Warte mal, ich sag mal gleich hier. Blablabla. Nun, meine Mutter hat auch ein Juweliergeschäft und diese Überfälle bislang waren alle in Duban. Okay. Und dann? Ich mache mir Sorgen, weil sie seit gestern nicht von der Arbeit nach Hause gekommen ist. Und jetzt will sie zur Polizei. Ach so. Also meinst du, das ist quasi schon, dass sie besessen ist, oder? Könnte sein, oder? Das ist ja echt voll verwirrend. Und irgendwie so weird und so unpassend. Ja, und sie ist halt so völlig tiefenentspannt. Ja, ich bin nicht wiedergekommen. Ja, passiert halt. Ja, also ich kann mir halt eigentlich auch gar nicht vorstellen, dass das hier halt dann wirklich so einen Tag vor Akt 1 passiert oder so. Nee, irgendwie passt alles. Naja. Weißt du was, am Ende ist alles nur ein Traum. Vielleicht. Also, wie gesagt, man sollte den Akt Zero vielleicht nicht so ernst nehmen, aber man hätte sich doch ein bisschen Mühe geben können, dass man das in die Serie einbaut, passend. Aber naja. Ich glaube, Also. man wollte. Ich glaube aber wirklich, das Drehbuch. Im Drehbuch stand einfach nur, lass es einfach mal Spaß machen. Ja, aber dann hat man ja trotzdem am Anfang so diese ernste Szene, wie Minako als Sailor V erwacht. Und man hätte sich ja zumindest die Mühe machen können, dass das in die Zeit, also in die Zeitlinie reinpasst. Aber naja, jetzt sind wir bei der Polizeistation und das ist großartig. Ja, aus irgendeinem Grund sind die Chiten und die Polizisten. Was halt auch so absolut keinen Sinn ergibt. Ja, aber gut, sie haben auch andere Namen, also. Ja. Wieso sollten sie Polizisten sein? Vor allem Kunzei, der ja eigentlich Shin war. Ja, wie gesagt, das sind ja nicht die Chitenor, es sind halt nur die gleichen Schauspieler. Es ist halt Ach einfach nur so als so. Gag. Ach so, du meinst, das sollen auch in der Story gar nicht die Chitenos sein. Nein, glaube ich nicht, weil die haben ja auch alle andere Namen und die benehmen sich ja auch wie normale Menschen. Ja, aber man kann sich ja Decknamen geben. Naja. Ja, aber die benehmen sich ja nicht so, Ja, also. es ist natürlich alles Comedy hier, diese Chitenus-Szene, klar. Es fängt auch direkt damit an, dass Kunzei irgendwie. Also, die Namen merke ich mir sowieso nicht. Wir nennen sie jetzt einfach so, wie sie halt normal heißen. Also, Kunzei hat hier irgendwie gerade Nephrite vermöbelt und der fragt: Wieso darf ich keine Zivilisten schlagen? Nephrite rastet hier mal wieder vollkommen aus. Seine Wutanfälle kennen wir. Ich habe mir den Namen aufgeschrieben, zumindest von drei erfahren wir die und ich glaube, das sind auch Wortspiele. Also Nephrite heißt Akai, was rot bedeutet, also offensichtlich eine Anspielung. Zeusite heißt irgendwie Shirai und es klingt sehr ähnlich wie Shiroi, was weiß bedeutet. Bei Jedite habe ich aber keine Ahnung, weil die nennen ihn Kamako und er sagt, nein, er heißt Hanako, aber ich habe keine Ahnung, was das für eine Anspielung sein soll. Also von den Wörtern her könnte es Blumenkind heißen. Das Das finde muss aber ich nicht so witzig. sein. Das muss aber nicht so sein. Also ich weiß ja nicht, wie das, was für Kanji da benutzt werden. Und ich glaube, von Kunzei erfahren wir den Namen gar nicht, oder ich habe ihn übersehen. Ja, den müssen wir nicht erfahren, der heißt ja Shin. Ja. Ja, also, wie beschreibt man jetzt diese Szene? Also, Nephrite wird von Kunzei zusammengestaucht, dann kommt, wie gesagt, ich merke mir die richtigen Namen sowieso nicht. Dann kommt Zeusite rein und imitiert seine Todesszene. Ja, true. Also der sieht so ganz schwach aus und der streckt ja so seine Hand aus, wie er es gemacht hat. Und dann lässt er irgendwann am Ende so die Hand sinken. Voll dramatisch. Genau, und dann sagen sie, er leidet nur an Blutarmut. Und dann kommt noch Jedi rein. Ja, und Jedi ist wie immer am langweiligsten, weil er ist halt einfach Jedi. Ja, aber irgendwas war doch mit dem auch, der war. Ich hab schon wieder vergessen, aber irgendwas war Der mit heult. Jedi. Ach genau, der ist immer super emotional, der heult und hat irgendwie Verlustängste, was irgendwie passt. Ja, und dann muss Nephrite seine Beruhigungspillen nehmen namens Army irgendwas.
Das habe ich gar nicht mitgekriegt, nur dass er sie nehmen muss und die ganze Zeit sagt, furchtbar, 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 wie er es zu Amis Keksen gesagt hat. Ja, das auch, ja, aber da steht wirklich irgendwas mit Ami drauf. Die Sehr gut. Ami-Beruhigungspillen. So, und jetzt stelle ich mir vor, wie die vier halt im Erdkönigreich genau so waren. Also, als Kunzeit, der diesen Zirkus irgendwie auf Linie zu halten versucht, und die anderen drei rasten einfach nur die ganze Zeit auf ihre Art aus. Ja, sie nennen sich sogar irgendwie die Shiteno. Ja, also Ami und Naru, Usagi und Naru sind natürlich so, okay, wir gehen da mal wieder, ihr seid nicht besonders hilfreich. Und Janet so, nein, jetzt verlassen mich die auch noch, ha! Ja, und Kunz halt so um Seriosität bemüht. So, ja, was können wir denn für euch tun? Ja, also schon allein wegen dieser Szene würde ich euch empfehlen, guckt den Akt Zero nicht als erstes, auch wenn er chronologisch als erstes käme, sonst versteht ihr halt die ganzen coolen Anspielungen nicht. Nee, es ist viel lustiger, in das Letzte zu schauen. Das stimmt. Ja, und genau dann wird Kunz halt aber plötzlich so voll ernst und ist so, ich werde mich für alles rächen. Weißt du, eine Sache habe ich in der Szene vermisst. Ja. Hätte schreien müssen. Ja, stimmt. Hätte so auf den Tisch hauen müssen. Ja, stimmt. Ja, dann haben wir Usagi und Naru und Friends, die ja über diese inkompetente Polizei reden und sie sagen einen Satz, den ich nicht verstehe, nämlich irgendwie, sie sind nur zu viert, aber nennen sich die Shiteno. Hä? Aber die Shiteno sind doch nur vier. Also ich meine auch die mythologischen, soweit ich weiß. Es heißt ja Shiteno, die vier himmlischen Könige. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht geht es darum, dass sie sich Generäle nennen, aber wahrscheinlich ist Nee, das nee, Originalwort Chiteno und deswegen macht es keinen Sinn, ne? nee. Nee, die sagen irgendwie, also der Satz, glaube ich, heißt schon, ja, die sind nur zu viert und nennen sich die Shiteno. So, hä? Weird. Vielleicht kann das ja jemand erklären, der Japanisch kann oder der sich mit den Shiteno selber auskennt, also diesen mythologischen Shiteno. Ist Und, Chiteno nicht auch einfach nur ein beliebter Begriff für eine, ja, ich sag mal, für eine Elite-Auswahl, die aus vier Personen besteht in Japan? Weil ich sag mal, die Top 4 bei Pokémon, die heißen ja auch Chiteno. Oh, echt? Wusste ich gar nicht. Wusstest du nicht? Okay. Nee, oder wenn, dann habe ich es wieder vergessen. Also die Top 4 heißen auch Chiteno und deswegen könnte ich mir denken, so, ja, sie sind schon vier. Ja, logisch, dann sind, ne, also, ne, wenn es gar keine Auswahl gibt, dann müssen die vier ja die vier Besten sein, so nach der Logik. Aber Weiß ich sonst nicht. weiß ich nicht, was es heißen könnte. Aber wir haben bestimmt irgendwen, der das weiß. Ja, genau. Also Usagi and Friends philosophieren jetzt darüber, wie sie denn sein könnten als Kriegerinnen, wenn die sich auch verkleiden würden und stellen sich dann so vor, wie sie dann aussehen. Naru wäre Sailor N, Momoko wäre Sailor M und die dritte, deren Namen habe ich vergessen, aber es wäre Sailor K. Und Usagi ist nicht Sailor U, sondern Sailor Rabbit. Ich sage jetzt sogar noch, nein, du kannst nicht Sailor Rabbit sein, du musst Sailor U sein. Ja, Das ist, und glaube ich, die realistischste jugendlichen Szene, die ich in dieser Serie je gesehen habe. ja, schon irgendwie, ne? So, nein, bist du blöd, du musst dann doch Sailor U sein. Ja, nein, Jan Philipp, deine Autos können nicht fliegen. Genau so. Wobei ich glaube, für solche Dialoge sind sie eigentlich eine Spur zu alt, aber who knows. Ja, aber so, aber es geht so in die Richtung. Naja. Ja, und also die drei Mädels sehen alle so aus wie Sailor V, also von den Farben her auch. Und Usagi ist aber ein bisschen mehr pink und rot und hat auch so Häschen-Dinger überall in ihrem Kostüm. Ja, und dann kommt Ami hinter ihnen her. Sie hat das alles mit angehört und stellt sich jetzt vor, Sailor A zu sein. Oh, süß. Ja, und dann macht sie sogar die Geste und Usagi dreht sich sogar einmal so nach ihr um, so, hä, wer bist du denn? Und dann hört sie aber sofort wieder auf und Usagi dreht sich wieder um. Ja, genau, das ist voll süß. Ami wäre auch gern Sailor A. Ja, dann sind wir im Crown. Und Motoki füttert, oder ich weiß nicht, ob er ihn füttert, aber er ist bei Kamikichi. Ach so, Ich er glaube, er hat bringt. ihn gerade erst bekommen. Ah ja, stimmt. Der setzt Kamikichi in sein Terrarium und fragt ihn jetzt schon, was für eine Freundin er gerne hätte. Ja.
Also ich finde auch einige Figuren haben sie auch ein bisschen mit der Brechstange eingebaut, wie zum Beispiel jetzt kommt nämlich China. Ja, also generell diese Hina- und Motoki-Szene, die ist irgendwie ziemlich unnötig. Ja, die ist da, damit sie da ist. Ja, also die reden halt jetzt darüber, dass Mamoru in letzter Zeit irgendwie ein bisschen beschäftigt ist und irgendwie ein bisschen komisch. Es ist halt eigentlich ziemlich belanglos. Wir haben sie einfach nur drin, damit sie da sind, wie du schon sagtest. Da fällt mir gerade ein, die haben sich ja eigentlich wirklich Mühe gegeben, so ziemlich jeden Charakter einzubauen. Ist irgendwann eigentlich Rei drin? Nee, die fehlt. Ja, lass mich mal raten, sie konnten sich Rei nicht leisten. Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es am Geld liegt. Wahrscheinlich war die einfach mit irgendwas anderem beschäftigt. Deshalb war sie ja auch schon beim Special Act kaum dabei. Ich habe ja mal nachgelesen, die ist ja voll durchgestartet Ja, ich danach. weiß, Ja, aber so richtig. Die ist ja nach Hollywood gegangen. Oh, das wusste ich nicht. Also nicht, dass sie jetzt irgendwelche AAA-Rollen gespielt hätte, aber sie hat schon in einigen AAA-Filmen zumindest mitgespielt, wenn auch jetzt keine super wichtigen Rollen. Wirklich? Welche denn? Warte mal, irgendwas habe ich gesehen. Jetzt habe ich ihren Namen schon wieder vergessen. Hast du ihn gerade? Keiko Kitagawa? Irgendwie Klingt sowas? richtig. So, warte mal, Filmografie. The Fast and the Furious. Oh. Ansonsten aber tatsächlich nur, okay, das ist ja doch der einzige, den ich hier sehe, aber immerhin. Ja, krass. Alle Ja, anderen weiß Filme nicht. sehen sehr japanisch aus vom Titel her und oder ich kenne sie nicht. Also in Aber Japan ist sie immerhin. auf jeden Fall sehr berühmt. Ja, deswegen meine These, sie konnten sie sich nicht leisten oder wollten sich nicht leisten. Tja, genau, jetzt suchen die Mädels nach dem wahrscheinlich nächsten Versteck der Juwelendiebe und finden dann so einen fancy aussehenden Laden namens Jupiter. Warum auch immer. Ja, weil damit direkt danach der Umschwenk auf Makoto kommen kann. Ja gut, wahrscheinlich. Ja, genau, da ist nämlich Makoto auf der anderen Straßenseite und es spielt ihr Charakter-Song Lovely Yell im Hintergrund. Und sie wird rausgeschmissen. Warum? Ich glaube, es geht darum, dass sie sucht eine Wohnung und findet gerade keine. Ach genau, weil sie Mittelschülerin ist, genau. Ist bei Jeanne auch kein Problem. Tja, und dann ist sie noch wütend und haut gegen irgendwie so einen Hydranten oder sowas und dann tut ihr aber der Fuß weh. Ich hätte es auch witzig gefunden, wenn sie den jetzt einfach umkickt. Ja, wäre auch nice. Ja, aber das ist auch, glaube ich, die einzige Szene mit Makoto. Ja, also die hat nur ein Cameo wie die meisten Figuren. Ja, und weißt du, wer auch ein Cameo hat? Die Stuntfrauen. Die sind Die nämlich, Standfrauen? die sind die Bösewichte hier. Ach was. Ja, Okay. das wusste ich auch nicht, bis ich es vorhin auf Wikimon gelesen habe. Also die halt anscheinend immer die Senshi spielen. Ja, okay, ja gut, wieso nicht, ne? Ja, cool. Die sehen wir jetzt auch. So in Biker-Klamotten. Sie wollen ihrem Boss Bescheid geben. Genau, und Minako beobachtet das und sagt, ja, wie erwartet sind die Schurken aufgetaucht. Also sie sind nicht die Dark Agency. Das hätte ich jetzt witzig gefunden, aber sie sind Ja, einfach stimmt. normale Verbrecher. Ich bin da nicht sicher, aber die scheinen ja, die machen ja einmal auch sowas, was so Magie sein könnte. Ja, ich bin da echt verwirrt, ob das jetzt irgendwie normale Verbrecher sind. Es scheint halt irgendwie so, aber irgendwie wirken die trotzdem komisch. Was machen Sie denn, was Magie sein könnte? Ja, die schmeißen noch einmal so eine Rauchbombe und sind dann wegteleportiert. Ich meine, Richtig, ist mir gar nicht aufgefallen. wahrscheinlich soll das einfach so ein Zaubertrick sein, aber man denkt sich eigentlich, das kann man ja gar nicht so machen, aber naja. Okay, ist mir gar nicht so aufgefallen, aber vielleicht, ich werde es ja wahrscheinlich gleich sehen. Ja, jetzt rennt Usagi plötzlich aus dem Geschäft raus und brüllt plötzlich Minako Aino! Und Sailor V denkt, sie ist gemeint. Sailor V denkt, sie hat sie erkannt und so, oh nein, woher weiß sie meine Identität und rennt weg. Und Usagi meinte aber eigentlich nur, dass sie jetzt das Album kaufen will. Und das Geile ist, dann steht da auch noch Tuxedo Mask auf dem Dach und ist so, also ist Sailor V Minako Aino. Dum, 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 dum. also er wusste es quasi nur, weil Usagi Aino Minako gerufen hat, auch wenn das gar nicht so gemeint war. Anscheinend. Aber wusste er es in der Serie denn von Anfang an?
Weiß ich gar nicht mehr. Weiß ich nicht, nee. Und ja, was mich halt auch wundert, müsste Minako dann nicht Usagi schon kennen? Weil ich meine, gut, in dieser Szene kann sie sie wieder vergessen haben, aber später trifft sie ja auch nochmal Usagi. Okay, da ist sie im Kostüm, aber komm schon! Man müsste meinen, sie müsste Usagi dann schon kennen. Ja, wie gesagt, diese Folge nicht Nicht so so ernst ernst nehmen. nehmen. Ja, das ist bestimmt die krasse Maske von Sailor Rabbit. Damit hat sie sie nicht erkannt. Das wird sein. Ja, die ist magisch aufgeladen wegen der Nähe zum Silberkristall. So. Das ist es, okay. Ja, dann haben wir da. Dann kommt der Boss. Und irgendwie habe ich immer im Kopf, der Boss ist eine Frau, aber nein. Der verhält sich aber auch ein bisschen Der benimmt sich aber feminin, wie eine Frau. ne? Ja, vielleicht deshalb. Naja, es Wobei ist ich finde so ein den Typ in so Move, einem. Ja? ich finde den Move, dass du eine Erkennungsmelodie hast, die jemand in so einem tragbaren Player hinter dir her schleppt, das ist schon geil. Ja. Stimmt, also das ist so ein Typ in so einem Ledermantel und der hat so eine Rose dabei und tut halt so voll elegant. Genau, Und hat und so eine. er hat halt diesen geilen Kassettenrekorder und seine untergebenen Mädels, die halt die Stuntfrauen sind. Ja, und irgendwie, er hat so eine weiß gefärbte oder gebleichte Strähne. Und mein Eindruck ist so, schwarzer Mantel, weiße Strähne. Du wärst schon sehr gerne Sephiroth, kann das sein? Weiß nicht. Aber irgendwie bei dir, ich hab das Gefühl, die Show will hier, dass ich den eigentlich kennen soll, aber ich kenne ihn nicht. Ja, also das Gefühl habe ich auch. Also ich meine, er kommt nirgendwo anders in Sailor Moon jemals vor. Aber ich habe auch das Gefühl, das ist vielleicht irgendwie eine Parodie auf irgendwas Japanisches, was man vielleicht kennt, oder auf irgendeine Art von Bösewicht. Aber ich kenne es auch nicht. Also Ja, aber du hast auch das wenn das so Gefühl, gemeint war. dass der kommt rein und die Show erwartet jetzt, dass mir das irgendwas sagt, ne? Das Gefühl hast du auch, oder? Ja, irgendwie schon. Es wirkt irgendwie so, als müsste man zumindest so einen ähnlichen Charakter oder diese Art von Bösewicht aus irgendwelchen japanischen Serien kennen oder sowas. Ach, er kommt Naja. raus, das ist der Schauspieler vom Kaktus, Mann! Nee, also der Schauspieler hat nur diese Rolle hier gespielt. Das habe ich nachgeguckt. Na gut, wer die ganzen. Wer die armen Teufel waren, die in den Kostümen gesteckt haben, weiß man denn das? Also ich weiß es nicht. Die sind nämlich, Also glaube ich, nicht. kann natürlich sein, dass man das nicht weiß. Die sind nämlich, glaube ich, nicht in den Credits aufgeführt, jedenfalls nicht beim Wiki. Tja, keine Ahnung. Wäre witzig, wenn das einfach der Typ war, der immer in den Yoma-Kostüm gesteckt hat. Stimmt, das wäre sehr witzig. Glaube ich aber nicht. Ja. Dafür sieht er zu gut aus. Wenn du so einen Schauspieler hast, steckst du ihn nicht in solche Kostüme. Ja, genau, und dann kommt irgendwie so ein Gas oder sowas, dass die Wachmänner umfallen lässt. Und das, finde ich, sieht aber auch irgendwie magisch aus. Wie als würde das von dieser Rose ausgehen oder sowas. Das sieht halt nicht aus wie so ein normales Gas. Ach so, das meinst du. Ich Nee, habe halt gedacht. das habe ich jetzt nicht gemeint, aber das ist mir jetzt auch noch dazu aufgefallen. Ich habe halt gedacht, die haben die angesprüht, aber stimmt, da ist ja gar keiner, der die ansprüht. Ja, also wie gesagt, das ist komisch. Die Feinde sollen irgendwie nicht magisch sein, aber sie wirken magisch. Ja, gut. Vielleicht sind die einfach so awesome, die können das einfach. Das sind halt Ninjas, so. Also ich denke mal, das soll halt sein, die sind so Zauberkünstler und ein paar von deren Tricks sind einfach so krass, dass sie glatt echte Magie sein könnten. Stimmt, die haben ja nachher auch diesen Stab und die Karten und alles. Ja, also die haben so ein Zauberkünstler-Gimmick. Hey, das passt ja auch irgendwie zu Kaito Ace, ne? Stimmt, der hatte das auch. Und der gehört. Spoiler, der gehört zur Dark Agency. Ja, okay. Es ist Kaito Ace. Der Soll ich hat jetzt halt mal, auch also diese Karten, ne? ich sag jetzt mal so, für wen war das jetzt ein Spoiler? Leute, die den Sailor V-Manga nicht kennen. Ja, aber die Leute, die den Sailor V-Manga nicht kennen, wissen auch nicht, wer Kaito Ace ist. Ja, aber wenn sie den dann mal lesen, denken sie, oh nein, Kaito Ace, das war doch der, der eigentlich Secret über den Bösen ist. Egal. Papalapap. Ja, Usagi hat jetzt ihr Sailor V-Album und, ihr Sailor V-Album, ihr Minako-Album und ist glücklich. Ja, es ist aber auch das. Nee, es ist nicht das Sailor V-Album, ne? Kam da nicht später noch eine Szene, wo dann Sailor V gespielt wurde? Und Okay, das. das war anscheinend von dem Album?
Ach, das ist alles so weird. Ja, stimmt, aber man sieht es tatsächlich auf dem Poster, steht der Song auch drauf. Aber wenn das halt jetzt auch wirklich so gedacht ist, dass das so ganz kurz vor Akt 1 spielt, dann wird es natürlich Sinn ergeben, wenn das jetzt quasi das Album ist, das Usagi gerade gekauft hat. Weil sie hat ja das Album am Anfang der Serie schon. Aber Aber. sie hat es ja nicht auf CD. Stimmt, sie hat es auf Minidisc. Ja, und Hiese kommt hier mit einer CD raus. Okay, alles super inkonsistent. Aber ich glaube, das soll so gemeint sein, dass das halt dann das Album ist, das sie am Anfang der Serie hat. Die haben echt nicht aufgepasst, ne? Bei so vielen Sachen. Naja. Ja, die Juwelendiebe gehen da jetzt rein, aber Sailor M, Sailor N und Sailor K sind da. Und die machen auch überhaupt nicht cringe Bewegungen, die wie ihre Buchstaben aussehen. Echt, ich habe cringe Bewegungen sind mir aufgefallen, aber nicht, dass die wie Buchstaben Ja, aussehen doch, also sollen. ihre Endposen sollen aussehen wie die Buchstaben. Und ich finde Okay, besonders Sailor nee. K und Sailor M sehen dumm aus. Ja, ich habe die dummen Posen gesehen. Ich habe nur nicht gedacht, dass das die Buchstaben sein sollen. Doch. Ja, jetzt wo du das sagst, fällt es mir auch auf. Und dann werden sie aber von so klebrigen, langen Fäden beschossen und können sich nicht mehr bewegen. Aber jetzt mal ohne Spaß. Dafür, dass das so Billo-Kostüme sind, sehen die gar nicht mal so schlecht aus. Naja, also das könnten halt glatt wirklich irgendwie Sailor V's Verbündete sein oder so, wissen die ja nicht. Ja, das wird passen. Ja, genau. Und dann kommt aber Sailor Rabbit mit dem Feuerlöscher. Genau, und Ja, sie dann ist schmeißt sie ein. knallpink. Dann, ja, stimmt. Und sie hüpft auch so total dumm rum und hat überall Häschen dran. Und dann schmeißt sie den Feuerlöscher. Sie stellt sich auch als die Hasenkriegerin vor. Ja, Usagi no Senshi. Und Und die die anderen anderen reagieren drei sind so so. wie einfallslos. Ach, aber ihr habt eure Anfangsbuchstaben genommen. Und sagt, ihr habt den Einfallsreichtum auch mit Löffeln gefressen. Tja, und sage, ich schmeiß den Feuerlöscher jetzt auf einen von denen drauf, aber bringt halt gar nichts. Und jetzt werden die alle gefesselt. Und die Juwelen werden eingesackt. Ups. Ich finde, aber die werden auch so cartoonig gefesselt. Eher so aneinander mit so Seilen. Die auch irgendwie viel zu locken, wo ich immer denke, ja, da könntet ihr euch jetzt aber schon befreien, wenn ihr euch ein bisschen anstrengt. Tja. Sind bestimmt die Feuerschutzmaßnahmen, falls es brennt, dass sie sich schnell losreißen könnten. Ah ja, stimmt, ja. Das ist ja typisch. Die Bösen, die machen das so, dass ihre Opfer halt auf Ja, jeden Fall noch im entkommen Brandfall können. dann natürlich doch schnell rauskommen. Das macht man so. Das steht im Bösewichtskodex. Naja, also die finden dann aber nichts Gescheites und fragen dann Naru, wo denn das krasse Zeug ist, und sie deutet so auf den Schrank. Da ist dann ein Koffer drin mit so einem Schlüssel und Usagi kann den Schlüssel noch greifen und schluckt ihn einfach. Ja, Usagi, wie hast du denn gedacht, dass diese Geschichte endet? Tja, denn die Feinde sind halt jetzt so, ja, dann schneiden wir die einfach auf. Und das ist ja noch erheblich schlimmer als das, was man eigentlich erwartet, was passiert. Aber dann sagen, ja, dann nehmen wir sie halt mit, ne? Ich meine, so ein Schlüssel, der kommt irgendwann halt auch wieder raus. Da schiebst du noch ein bisschen Pflaumensaft hinterher, dann geht das auch ein bisschen schneller. Naja. Und ja, und dann machen sie halt diesen Rauchbombentrick und ich denke mir so, hä? Das kann doch nicht ein Trick sein. Ja, der ist mir halt überhaupt, der ist mir komplett durchgegangen. Jetzt muss ich mal drauf achten, was sie da tun. Die schmeißen so eine Rauchbombe und sind einfach alle komplett weg. Ja, es sind halt Ninjas, so. Ja, also ich glaube immer noch, das soll einfach ein Trick sein, aber es wirkt nicht wie einer. Und dann ich finde ja super, als wenn ich dachte, schneiden wir Usagi auf. Ja, da findet man tolle Sachen, ne? Silberkristall, Herzkristall, Traumspiegel. Ist halt, in der Welt von Sailor Moon sind Menschen halt die reinsten Rumpelkammern. True. Also ich meine, gut, ein BGSN vielleicht nicht, aber mindestens den Silberkristall findest du. Das ist doch schon mal was. Boah, wie lange mussten da suchen? Bestimmt eine ziemlich eklige Angelegenheit. Aber nein, Naja. natürlich machen sie so eine Zaubernummer draus. Ja, Usagi wird in so einen Kasten gesperrt.
Und dann stellt sie sich halt schon so vor, wie die halt diese typischen breiten Klingen da reinschieben, so zaubertrickmäßig. Wo ich mich auch immer noch frage, wie das geht, weil das haben sie ja auch in diesem Musical genau so schon mal gemacht. Und ich habe sogar auch schon mal gesehen, wie dieser Trick normalerweise funktioniert, aber so wie ich den kenne, kann es eigentlich nicht sein. Und ich bin immer noch verwirrt. Also ich kenne eine Variante, da sind halt zwei Leute, die in dem Kasten sitzen. Ja, aber das ist ja dann diese Variante, wo der Kasten halt so auf dem Boden liegt und halt so in die Breite geht, statt in die Höhe. Ich kenne das eher so, dass man sich halt so zur Seite dreht und dass es halt dann mit optischen Illusionen eigentlich immer noch genug Platz ist, dass du in der Seite von diesem Kasten drin sein kannst, auch wenn du diese Box da ein bisschen rumschiebst. Aber Usagis Gesicht ist halt die ganze Zeit frontal oben. Also sie kann sich eigentlich nicht zur Seite drehen. Und ich weiß, das hier ist natürlich jetzt eine Serie, da kann man irgendwie rumtricksen, aber das haben die in dem Musical ja exakt so gemacht. Und da habe ich das auch nicht verstanden. Naja, also ein cooler Trick, aber das wollen sie gar nicht so machen. Sie wollen eigentlich ein Schwert nehmen und da reinstechen. Und es wird auch gesagt, ja, Das. normalerweise ist das jetzt ein Trick, aber dieses Mal machen wir das wirklich. Ein Schwert ist, finde ich, auch ein viel besseres Werkzeug, um einen Magen zu öffnen. Also so gar nicht. Also ja, du kriegst sie damit tot, aber ist jetzt nicht, wenn du was suchst. Tja. Ja, dann kommen die Fake-Sailor-Kriegerinnen, also Sailor M, N und K, zur Polizeistation gerannt. Ja. Ich glaube, die Shiteno-Polizisten, die wohnen da auch, oder? Ja, bestimmt. So, und dann kommt diese Szene mit dem Rettich. Hast du auch im ersten Moment gedacht, so was ist das? Das sieht irgendwie. Ich hab schon erkannt, was das ist. Ich hab nur gedacht, was haben die vor? Okay. Ich hab zu viel Internet gesehen. Also, Wahrscheinlich. ich bin einfach vom Internet verdorben, aber ich habe diesen Rettich gesehen und gedacht, ja, aber, wahrscheinlich. er ist nur die Schnittprobe für das Gian. Ja, also die schneiden jetzt damit einfach mal dieses Ding durch, um halt zu zeigen, wie krass spitz das, scharf das einfach ist. Ja. Übrigens, eigentlich Überraschung, warum ist es ein chinesisches Schwert und kein, Ist es eins? Ich habe keine Ahnung davon. Ja, es ist ein Jian, und kein japanisches eben. Na gut, sie haben so ein Zirkus-Gimmick, da müssen sie ja exotisch sein. Da müssen sie ja aus China kommen. Naja. Und gerade als sie dann im Begriff sind, Usagi abzustechen, da kommt dann natürlich Sailor V's Crescent Compact geflogen. Ja, wie auch immer die jetzt davon Wind bekommen hat, aber die ist ja immer da, wo was los ist. Ja, aber sie wollte ja sowieso bei diesem Juwelenladen vorbeischauen. Da sind sie zwar jetzt nicht mehr, aber vielleicht hat sie das mitbekommen. Und Usagi ist, ich weiß gar nicht, warum sie so happy ist. Ist sie einfach nur froh, dass sie gerettet wird? Oder ist sie froh, dass sie Sailor V sieht? Wahrscheinlich beides. Ich meine, sie ist ja anscheinend ein großer Sailor V-Fan auch. Ja, und anscheinend irgendwie haben sie auch diesen Koffer ausgetauscht oder sowas. Nee, der hat einen Peilsender dran. Ach so, ich habe mich nämlich schon gefragt, was soll das jetzt sein? Eine Bombe oder keine Ahnung? Nee, Aber ja, Art okay. Artemis hat einen Peilsender dran geklatscht. Ah, ja, okay, dann ergibt es natürlich auch Sinn, wie sie wusste, dass die da sind. Ja, aber woher wusste sie vorher, dass die diesen Koffer mitnehmen? Genau diesen. Tja, weiß auch nicht. Vielleicht hat sie sich halt vorher schon mal in dem Laden umgesehen und halt geguckt, was sie da mitnehmen könnten. Warum wusste Naro eigentlich, wo das ist? Weil das war ja gar nicht der OSAP-Laden, oder? Was nicht? Ich dachte, das war doch dieser Jupiter-Laden. Nein, aus dem ist Usagi ja raus. Da hat Usagi ja nur das Album gekauft. Hä? Ich habe das so verstanden, dass dieser Jupiter-Laden der Juwelenladen ist. Weil da gehen sie doch auch hin Moment. und sind irgendwie so, ah ja, da werden die Diebe als nächstes zuschlagen. Ja, stimmt, da werden auch. Stimmt das? Ja, du hast recht. Da werden auch die Wachleute betäubt. Ja, also die waren anscheinend ja gar nicht im OSAP. Ja, Grittengedüttelt. Naru weiß das einfach. So als Tochter von einer Juwelierin weiß man einfach immer, wo die Leute das krasse Zeug verstecken. Ja, die hat einfach so einen wertvolle Dinge-Detektor. Das wird sein. Ja, und dann kämpfen die jetzt alle mit so Zirkus-Gimmicks oder halt so Zauberkünstler-Gimmicks und mit so riesigen, wirklich riesigen Spielkarten. Ja, und die andere hat so ein
Zauberkünstler, Stock und die dritte so ein, ja, wie nennt man diese Waffen, diese knickbaren Stäbe? Du meinst einen dreigliedrigen Kampfstab? Die haben auch einen chinesischen Namen, aber ich habe den gerade vergessen. Ja, sowas hat sie. Es sieht sehr plastikmäßig aus, aber das ist da. Ich glaube, das ist so, also japanisch ist das, glaube ich, eine Variante vom Nunchaku, aber speziell dieser dreigliedrige hat auch einen chinesischen Namen, aber ich weiß nicht mehr welchen. Ja, auf jeden Fall kämpfen die jetzt gegen Sailor V. Die Karten werden so voll scharf geschmissen. Und Sailor V hat irgendwann den Stab von der einen und hält ihn so hoch und dann wird es aber einfach so eine Zauberblume. Also so einer dieser typischen Fake-Blumen, die Zauberer hervorzaubern. So, und dann haben wir eine Szene und du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass das Zufall ist. Wir haben einfach den Panty-Shot des Todes in Slow-Motion. Wo denn? Direkt nachdem die Szene mit dem mit der Blume Oh, kommt. da muss ich mal drauf achten. Oh mein Gott, auch noch so voll von vorn. Ja, Oh. also hat doch einer einen Fetisch gehabt. Das kannst du mir doch jetzt nicht mehr erzählen, dass das nicht Absicht war. Ja, wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Usagi hilft auch. Sie nimmt jetzt diesen abgeschnittenen. Was ist das, ein Rettich? Ja, sieht für mich zumindest wie einer aus. Und haut damit der einen Frau auf den Kopf und dann geht die zu Boden. Und es gibt noch so ein Cartoon-Dong-Geräusch. Genau, dann auch sehr cartoonig, wie dann Minako einfach ausweicht, sodass die sich dann gegenseitig umhauen. Ja, und dann schmeißt Kaito Ace seine Rose und die Rose. macht Explosionen, also so Funkendinger. Ja, immerhin bleibt er nicht im Boden stecken. Ja, also es ist Da schon habe ich sehr. eigentlich, als er die Rose geschmissen hat, habe ich fest damit gerechnet, die bleibt jetzt irgendwo stecken. Tja, er heißt übrigens Cutie Kenko. Ach, das ist sein. Ich dachte, das wäre der Name der ganzen Gang. Das habe ich am Anfang auch gedacht, aber anscheinend ist das nur seiner und die untergebenen Mädels haben gar keinen Namen. Ach so, Das okay. habe ich auch am Anfang falsch verstanden. Ja, und dann sieht's halt so aus, als würde er die Überhand gewinnen, aber da kommen sie, die Shiteno-Polizisten. Und Die. das Geile ist, dann sagt auch noch Zeusert, ja, dann fragen die halt, ja, wie habt ihr uns überhaupt gefunden? Gedankenflug. Ja. Und ich bin nicht sicher, aber es könnte im Japanischen sogar genau das gleiche Wort sein, weil es war irgendwas mit Kokoro und das heißt halt Herz, also es könnte halt Seele oder sowas sein, aber es heißt auch Mind. Also das ist halt irgendwie alles zusammen, so Seele, Mind, alles Mögliche. Vielleicht ist das sogar das gleiche Wort. Habe ich jetzt aber nicht nachgeguckt. Ja, und sie kommen da rein und man sieht so, ah ja, gespielt von Leuten, die noch nie eine Waffe in der Hand hatten. Okay, woran erkennt man das? Also zumindest bei Zeusalt ist mir aufgefallen, dass der Ja, irgendwann. der hält sie auch so zur Seite, ne? Ja, erstens das ist schon mal dämlich genug, er hält sie aber auch irgendwann im geladenen, entsicherten Zustand, also angeblich, wir sollen das ja glauben, direkt auf Kunzeit. Weil er hält sie irgendwann so Perfekt. zur Seite und würde jetzt, wenn er jetzt ab, wenn er, wenn sich jetzt einen Schuss löst, hat er Kunzei erschossen. Perfekt. Und ich muss kurz gucken, was dann passiert. Ich sehe gerade schon wieder die Szene, wo er auf Kunzei zielt. Also Ah er ja. zielt ja nicht, aber so, wow. Was sagt er da? Geht zum Helikopter? Ja, sie Sie haben machen. anscheinend auch einen Heli, denn warum auch nicht? Nein, haben sie ja eben nicht. Sie machen ja nur einen Helikopter-Sound mit dem Ghetto-Blaster. Ach so, das war das. Ich habe da gar nicht so drauf geachtet, auf die Sounds. Aber dann schießt Sailor V den Rekorder kaputt und dann die Shiteno so, du benutzt Soundeffekte. Ja, echt jetzt? Ich habe bei dem Helikopter-Sound übrigens jetzt gedacht, okay, kommt jetzt irgendein Witz in Richtung Silberkristall? Weil das wäre mega witzig. Stimmt, das wäre richtig geil, aber nö. Aber okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe das auch nicht mitbekommen, dass der was von Helikopter sagt. Nee, der sagt ja, ab zum Helikopter und dann geht plötzlich dieser Sound an und dann siehst du aber, ach, ist nur der Ghetto-Blaster. Ja, stimmt, okay, nice, nice. Genau, und dann werden er und seine Leute abgeführt. Genau, die werden verhaftet. Inzwischen nimmt irgendjemand Geheimnisvolles den Koffer mit. Ja, wer könnte das denn wohl sein? Und dann gibt's so eine Szene, wie Usagi einfach als Einzige noch in diesem Raum steht, wie bestellt und nicht abgeholt. Ja, erstmal noch mit dem Rettich in der Hand. Genau, und dann steht sie da, alles Oh, weg. Was oh. mache ich denn jetzt?
Egal. Ja, genau. Und dann kommt eben Tuxedo Mask mitsamt Koffer gelaufen. Und er wird dann von Sailor V aber aufgehalten. Und das soll dann jetzt eben dieser Kampf am Anfang von Akt 1 sein. Hatte der da auch einen Koffer? Nee, ich glaube, da hatte er gar nichts. Also da hatte Ah. er wahrscheinlich die Juwelen irgendwo in der Tasche gehabt. Schon wieder Inkonsistenz hier. Beziehungsweise hatte er da nicht sogar so eine Kette in der Hand, die er mitgenommen hat? Weiß ich nicht, wer wollte ich eigentlich nachschauen, aber ich hab's dann vergessen. Aber keine Sorge, ich, Sailor Cut aus dem Schnitt, habe nochmal nachgeguckt. Und er hat tatsächlich in Akt 1 auch einen Koffer. Den sieht man aber erst am Ende der Szene, denn da wird er von Sailor V zerschnitten. Aber in diesem Kampf sind einfach trotzdem so viele Sachen anders. Also zum Beispiel wird der Koffer hier im Act Zero gar nicht zerschnitten, sondern den lässt er einfach fallen. Dann ist auch Sailor V am Anfang nicht auf diesem hohen Dings drauf, sondern auf dem Boden. Naja, und generell am Anfang von Akt 1 sieht man ja auch, dass Tuxedo Mask anscheinend so einen Juwelenladen ausgeraubt hat, also dass da irgendwelche Glas Vitrinen zerschlagen wurden und so weiter. Und das passt halt überhaupt nicht zu dem, was wir hier sehen. Ich meine, ich hätte überlegt, ob es vielleicht sein kann, dass der Laden, der ausgeraubt war, dass den halt gar nicht Tuxedo Mask ausgeraubt hat, sondern dass es diese Feinde dann hier waren. Aber das glaube ich eigentlich nicht. Es wirkt halt überhaupt nicht so. Und es sieht auch anders aus. Also, ich finde es sehr schade, dass das hier dann alles so unlogisch und inkonsistent ist. Ich meine, wenn man hier dann schon so eine Szene aus dem ersten Akt nachbaut, dann muss man da doch aufpassen, dass das dann auch dazu passt. Da könnte man ja auch einfach die Szene nochmal nehmen und dann vielleicht noch so ein paar Sachen extra drehen und dann hinzufügen. Aber sie drehen halt die komplette Szene neu, aber halt total anders, was dann gar keinen Sinn mehr ergibt. Aber das, weißt du, das eigentlich Spannende an dem Kampf finde ich ja, irgendwann berühren die sich ja und dann kriegt er seine Silberkristallvision. Genau, also dann sieht er halt Princess Serenity, wie sie sagt, den Silberkristall bitte. Und Minako kriegt anscheinend instant ihre ganzen Erinnerungen. So, und ab jetzt ist Minako im Arschloch-Modus. Also wer hat's verbockt? Mamoru, wer sonst? Perfekt. Findest du auch, dass diese Szene, wie Sailor V springt und dann so in der Luft quasi Tuxedo Mask berührt, total dumm aussieht? Ja. Ja, allerdings. Sieht so bescheuert aus. Ich weiß auch nicht, wie die das gemacht haben, aber es sieht brachial dämlich aus. Ja, aber sie macht halt so einen halben Spagat in der Luft. Aber es sieht halt nicht aus, als würde sie wirklich springen, sondern als hätte man sie einfach so durch die Luft gefotoshoppt oder so. Oder halt so voll greenscreenig sieht es irgendwie aus. Ja, weil die bewegen sich auch beide bei dem Move überhaupt nicht. Ja, genau, also sie springt, aber bewegt sich in der Luft einfach nicht. Das ist so voll Anime-mäßig. Kennt ihr bestimmt, so Leute springen in die Luft und bewegen sich aber eigentlich gar nicht. Also sie macht den Sprung, dann bewegt sie sich noch und dann bewegen sich beide, dann halten beide in der Luft an und bewegen sich aufeinander zu. Ja, genau, also das sieht dämlich aus. Ihr könnt es ja auch selber anschauen. Genau, also Minako erinnert sich, oh mein Gott. Ja, und dann trifft Usagi noch auf ihre Freundinnen. Kanami heißt die dritte von denen, sehe ich gerade. Und sie hat Sailor V getroffen, voll cool. Ach doch, Ja. danach sieht man übrigens doch Rey noch mal kurz. Oh, ach so, ja, stimmt. Es Dann. könnte aber auch Stock-Footage aus irgendeiner anderen Folge sein. Vielleicht. Auf jeden Fall gucken jetzt dann alle noch andächtig zum Mond und haben irgendwie das Gefühl, dass sich was ändert. Ja, und dann fliegt Luna noch vom Himmel. Genau, dann kommt ein Luna geflogen Ach ja, und genau, weil dann nämlich Artemis sagt, ey, ich hab sie übrigens gefunden, die eine Sailor Moon. Also warum weiß er das? Weil die wussten das doch eigentlich am Anfang der Serie gar nicht, dass sie Sailor Moon ist, oder? ich weiß nicht, vielleicht hat er es gewusst und nichts erzählt. Ja, okay, kann sein. Ach, schon wieder so verwirrend. Naja. Ich find's aber auch geil, wie Luna so voll episch, also so episch wie ein Plüschtier halt vom Himmel fallen kann. Ja. Aber als wenn das nicht schon. Sie haben es noch halbwegs epic hinbekommen, trotz Plüschtier. Und dann kommt sie halt in die Atmosphäre und auf einmal. Ah, heiß, 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 heiß! Okay. Ah, das war aber schon ganz witzig. Ja, klar, aber so, alles klar, ihr habt nicht mal. Ihr wollt gar nicht, dass das cool ist, es soll nur witzig sein. Ja, genau, und dann sieht Usagi noch eine Sternschnuppe und wünscht sich, dass bald etwas Gutes passiert. Und dann Ja, steht am hier Arsch die halt. Räuber passiert da was Gutes.
Ja, ob das jetzt so gut ist, was da dann passiert, ist eine andere Sache. Dann geht der Mond über ins Intro, also ins normale Intro. Wir sehen halt dann nochmal das normale Intro, nur die Endbilder sind ein bisschen anders. Da sehen wir nämlich, Moment, ja, Sentry, die so ein bisschen posen. Also nicht die typischen Mondlandschaftsbilder. Und Nee, genau. Plüschluna in your face. Aber ich habe noch eine Inkonsistenz, die ist mir aber nicht selber aufgefallen, statt auf Wikimoon. Einmal hat Sailor V so weiße Schuhe und dann aber wieder ihre normalen blauen. Ich hätte noch nicht mal sagen können, dass Sailor V blaue Schuhe hat. Ich glaube ich auch nicht. Ich meine, es wäre zwar mein Guess gewesen, aber 100% beschwören hätte ich es wohl nicht können. Also hätte mich gefragt, hätte ich gesagt, blau oder rot? Oder weiß. Irgendwas. Tja, damit endet der Act Zero. Ja, was ist deine Meinung zu dem? Also, es ist cool für die Insider-Witze, es ist generell witzig und es ist auch cool, dass man halt hier, ja, Sailor V's Origin Story quasi zeigt. Aber wie wir halt ja schon gesagt haben, viele Dinge haben halt so überhaupt nicht mit der eigentlichen Serie zusammengepasst, obwohl man da ja schon auf so viele Sachen gehintet hat. Aber es hat halt gar keinen Sinn ergeben. Es hat mich Also, aber überhaupt nicht gestört. ja, nein, also natürlich, es ist so unterhaltsam und lustig, dass es dich nicht stört. Also ich finde ihn trotzdem sehr cool. Ich hätte mir nur vielleicht ein bisschen, bei manchen Szenen vielleicht ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit gewünscht. Oder halt vielleicht auch ein bisschen mehr Fokus auf Sailor V's Erwachen. Aber an sich trotzdem super cool, halt so als kleines Abschluss-Gag-Dingens. Die Bösewichte waren ein bisschen weird, aber interessant. Also ich fand's cool, dass das halt dann hier die Stuntfrauen waren und ihr Zauberkünstler-Ding fand ich auch ganz cool. Ja, und dann halt auch die Senshi, die sich Fake-Senshi-Identitäten ausdenken, auch nice. Weißt du, an wen mich die Bösewichte erinnern? An diesen einen Daimon, wo Mimet einfach den ganzen Plunder in die Daimon-Maschine stopft. Was war Weil denn der nochmal hat's mit doch. dem? Der hat es auch irgendwie mit Karten. Ach so, das war doch diese Folge mit dem Wo das ganze. Tomoe-Haus. Ja, wo das Ah. ganze Haus verhext ist. Ja, stimmt. Also, wie gesagt, manche Sachen sind weird, manche Sachen sind inkonsistent, aber insgesamt schon sehr witzig. Also, falls ihr es noch nicht kennt, guckt es euch einfach mal an. Auf jeden Fall sehenswert. Also, Ja, also aber. gibt's auch bei Sailor Moon German. Und ich glaube, das ist auch eine der wenigen Folgen, die es auch auf YouTube gibt. Aber dann wohl nur mit englischen Untertiteln. Aber dringende Empfehlung hinterher angucken, Ja, sonst nicht ist es nicht vorher. halb so lustig. Das stimmt, ja. Also ich wusste, ich hab ihn ja vor Ewigkeiten schon mal gesehen. Ich wusste also, was auf mich zukommt, dass das jetzt eher so eine Parodie auf sich selbst ist. Und wenn man mit dem Mindset da reingeht, dann stört einen die Inkonsistenz überhaupt nicht. Ja, natürlich. Man darf es halt nur nicht zu so ernst nehmen. Ich finde, man sollte Sailor Moon generell nicht immer unbedingt ernst nehmen. Ja, aber das hier ist ja schon. Man merkt, es ist nicht ernst gemeint, das meiste davon. Die Grippe wäre aber auch nicht ernst gemeint. Ja, klar, sowas. Aber natürlich, an sich hat Sailor Moon schon ernst gemeinte Sachen. Ja, ich sage ja, man sollte aber also jetzt sag mal, bei PGSM vielleicht etwas weniger, aber generell sollte man bei Sailor Moon 90% von dem, was da passiert, nicht ernst nehmen. Ja, zumindest halt das, was in den Comedy- und Filler-Folgen passiert, vielleicht. Ja, wie gesagt, bei PGSM ist das weniger. Okay, das war dann, glaube ich, das vorletzte PGSM-Video. Ja, wie gesagt, beim nächsten Mal gibt es dann noch diese beiden 5-minütigen Mini-Episoden. Die sind jetzt auch nicht überkrass. Aber da gibt es die geile Tuxedo-Mask-Verwandlung. Die kenne ich. Ja, und dann reden wir noch kurz über dieses Konzert, weil einfach diese Chitello-Szene zu geil ist, um nicht darüber zu reden. Und wir haben auch noch einige Fragen von euch. Also da haben wir doch noch, glaube ich, genug zu tun. Genau, da beantworten wir die letzten Fragen. Die Die letzten letzten. Fragen. Ich meine, ihr dürft natürlich trotzdem weiterhin Fragen stellen, aber wenn, dann wird es wahrscheinlich nicht so schnell beantwortet, weil dann würden wir vielleicht drauf warten, bis es genug für ein Fragen-Special sind. Aber naja, genießt erstmal dann noch die letzte PGSM-Folge, Musical kommt auch noch. Und ja, Ja. es geht weiter mit dem fröhlichen Podcast, was auch immer es danach werden wird. Es wird awesome. Ja. Ja, dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Danke fürs Zuschauen. Schreibt gern Kommentare, hinterlasst einen Like oder ein Abo. Schaut auch bei Mad Eye vorbei. Ciao, bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.